Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Hallihallo, ihr Lieben. Wir haben wieder mal, wie man da sieht, eine Höhle entdeckt und wollen mit euch erkunden, ob Dungeon, Bauhöhle oder sonst was. In dem Sinne, geht los. Ja. So. Wo wollen wir die denn hinstellen? Ich denke, wir stellen die wieder ein Stück rein, dass sie safe sind und dann gehen wir zu Fuß rein, weil wir ja die Leuchtviecher noch drauf haben. So. Na, nicht folgen, hier ist schon ein Ladedings. Okay. Dann bleibe ich hier vorne erstmal stehen. Ja, ich wollte die auch nicht ins Ladedings reinstellen. Wie wir ja alle wissen, kann das für die Mini tödlich sein. Ja. Ach, die Koordinaten. Ich muss sowieso nochmal zurück. Ich habe die Koordinaten vergessen. War das nicht? Also wieder rausladen. Ach je. Ich bleib hier auch echt stehen, bis du fertig bist. Willkommen beim neuen Special. Mhm. Laden. Ja, nun komm, Arkmach. Aber das ist halt für die, die die anderen Folgen noch nicht gesehen haben. Die Karte hier ist noch nicht fertig. Die ist momentan zu 80% fertig. Deswegen ist das noch nicht alles so. Bis zu dem Stein kannst du und dann ist Ende. So. Ja, ich würde ein Stück reinstellen, dass nichts getriggert wird. So, ich stelle mich in den Eingang vorm Schön hier. Und dann schauen wir mal auf die Koordinaten und die Karte. Also die Karte, seht ihr, wir sind ziemlich mittig unten bei den Bergen. Und die genauen Koordinaten sind 91,7 zu 46,8. So. Abstandbild. Oje, wir sind doch noch gar nicht in der Höhle. Ich weiß, was soll ich machen? Ich mach schon mal mein Kanönchen an. Mach schon mal Leuchtedingeling an. Zieh schon mal mein Kanönchen. Auf, hast du überhaupt auch funktioniert, als wir zu Hause waren? Ja. Ja. Ich hatte eine Gasmaske gemacht, falls wir irgendwo mal auf Gas stoßen. Sumpfgas oder so. Hast du ja eingesteckt? Ja. Super. Dann laden. Wieder mal. Ah. So, ich bin durch. Ich nicht. Ja, weil ich ja schon geladen hatte. Geht dann schneller. Also bis jetzt ist noch nicht dunkel. Hier ist noch hell. Machst du jetzt eigentlich noch Thors Hammer? Hatte ich so geplant. Okay. Weil dann kannst du den nämlich auch bald nutzen. Mhm. Dir fehlt ja, du hast ja alle Voraussetzungen außer den Endboss, ne? Von Fjordur. Ja. Liebes Ark, ich möchte gerne wieder mitspielen. Weil ihr habt ja gemerkt, dass die Mini die letzte Staffel musste ich ja alleine beenden. Beziehungsweise hat er Unterstützung von Topper. Mhm. Von daher hat das ja auch ganz gut geklappt. Aber leider war die Mini halt nicht dabei. Und deswegen hat sie den Endboss nicht gemacht. Den Fenrir, wie ist der? Sulfur oder sowas? Irgendwie sowas. Ja, den Alpha auf jeden Fall. Und dadurch kann sie Mjölnir nicht benutzen. Beziehungsweise hat den Skin auch nicht. Was soll ich machen, ne? Tja. Wie sieht's aus bei dich? Ich habe immer noch Standbild. Ach je. Oh, bitte nicht. Wir sehen hier aber eine formschöne Höhle. Mhm. Ist ja auch was. Ja. Da wollen wir irgendwann hin vielleicht. Da. Und gucken, was hier ist. Aber nur vielleicht. Aber wenn er so lädt, denke ich mal nicht, dass das eine Bauhöhle ist. Oder das gehört auch mit zum Höhlensystem. Das kann auch sein. Als du nicht da warst, habe ich das Höhlensystem schon mal teilweise erkundet. Habe zwei Ein- bzw. Ausgänge gefunden.
Und das ist also noch größer als das, was ich gesehen habe. Also da Okay. werden wir garantiert noch reingehen. Ist Hoffe aber ich doch. cool gemacht. Also ich habe zwei Aberration-Welten gefunden. Da habe ich halt auch die Leuchtekekse her. Wir sind auch schon am Featherlights züchten, damit wir die Pipedogs nicht mitnehmen können, Ja. brauchen. Oh, amazing, ich bin da. Ich komme erstmal ein Stück zu dir. Ja. Dass ich aus dem Ladepunkt rauskomme. Die Pipedogs, die sind zwar eigentlich von der Werte her die besten Leuchtviecher, aber uns gefallen die Featherlights halt besser. Oh. So. Ist nichts los. Aber das war ja bei der anderen Weiß Höhle. doch nicht. Bei der anderen Höhle auch so. Da sehe ich sich schon eine Schlange. Denk an dieses Gift da, ne? Ja. Im Standbild. Ja, stimmt, das Gift habe ich beim letzten Mal gar nicht eingesammelt, ne? Spinnen. Ah, wieder da. Ich kann nur nicht schießen, weil da der Felsen davor ist. Ja. Ansonsten treffe ich dich. Oh je. Oh, ist hier Ende? Weiß ich nicht. Sieht aus wie Sack. Ne, hier geht's ums Eck. Gut. Sammelst du ein, dann. Standbild. Ja, mache ich gleich. Moment. Oder komme ich dran? Körper ziehen? Die hat nichts drin, ich kann nur Körper ziehen. Warte, da hinten liegt doch noch einer. Ja. Körper ziehen ist auch nichts drin. Ist immer was drin. Tja, vielleicht bei den Höhlenviechern nicht mehr oder so. Schwebt der nicht? Ich auch nicht. Standbild. Okay. Aber dunkel ist die Höhle nicht bis jetzt, ne? Abwarten, kommt vielleicht noch, bin wieder da. Ach, dunkel ist es schon. Ab hier ist es Okay, dunkel. Moment, ich habe Standbild. Also ohne die Leuchtviecher wäre es jetzt dunkel. Ah, wieder da. Oder auch nicht, hier schon wieder Standbild. Ach herrje. Guck mal hier auf den Stein, ob ich Bock blinzeln kann. Da ist Wasser. I. Aber wenn wir die Tech Plus Helme, also. Oha. Wieder da. Und für unter Wasser haben wir die Tech-Waffe. Ja, hier ist Wasser. Müssen wir tauchen. Ganz toll. Oh je, hätte ich das gewusst, hätte ich Flossen gemacht. Tja, dann Tech-Plus-Waffe nehmen. Ich gehe mal nein. Ja, du gehst vor. Ja, hier geht's runter. Okay. Kann ich nachkommen? Ja, ich sehe noch gar nichts hier. Also keine Gegner oder so. Warte, warte. Standbild. Da kommt die Mini. Ne, da ist er wieder oben. Ich hab dir gesagt, Standbild. Wieder da. Da bist du. Okay. Oh, schöne Kristalle hier. Das sieht cool aus. Drei Level-Viecher. Ja, habe ich auch die Anzeige. Noch sehe ich nichts. Wir können uns hier natürlich Zeit lassen, weil wir den Tech-Helm anhaben. Jetzt runter, da ist der Boden. Der Tech-Helm ist übrigens auch die Ursache dafür, dass wir nicht essen und trinken müssen. Ja, genau. Und die Tech-Rüstung, weiß ich gar nicht, welches Teil. Ein Teil von der Tech-Plus-Rüstung regeneriert auch Leben. Glaubt Und sogar, das war die Hose. ja, und deswegen, falls sich manche gewundert haben, Oi. sieht cool aus, ne? Oh. Bei den, wo mich die Fledermäuse gebissen haben, deswegen habe ich auch kein Leben verloren. Weil es regeneriert schneller Leben als. Warte, ich kann das mal eben zeigen. Du passt ja auf, ne? Ich kann nur schreiben, wenn irgendwas Ja, ist. also das macht Essen- und Wasserregeneration. Die Hose macht gar nichts. Gar nichts. Die Hände. Da. Die Hände sind für die Regeneration des Lebens. Und die Füße machen Stamina.
zusätzlich. Ja. Ich glaube, die Mini braucht auch eine Tech-Rüstung. Büro, du weißt, was du dann zu tun hast. Aha. Wenn du Zeit hast. Ach so, Foto machen. Oh. Und hier auch. Wollen wir das mit Stand bringen? Super. Alles immer wenn es Action gibt, hat die Mini Standbild. Das ist ätzend. Alles gut. Ich lade mal nach und dann mache ich ein Bild. Jetzt habe ich gar nicht auf die Level geachtet, ob das ein Dungeon ist. So. Zack. So. Hier sehe ich alles. Ich gehe mal auf der anderen Seite lang. Soll ich mitkommen? Alles gut. Irgendwie laufe ich hier langsamer. Ja, bin ich schwer beladen oder so? Hier vorne sind Schlangen und so. Pyrus? Ja. Ja, wenn du da gleich fertig bist, dann kommst du nochmal zu mir, ne? Ja. Ich gehe hier nur gerade rum, ob hier irgendwas ist, dass wir nichts übersehen. Gang oder irgendwas. Weil von da hinten, wo du gerade bist, sehe ich nämlich was. Echt? Was denn? Da oben, da ist ein X, ein rotes. Rotes X? Stell dich mal direkt vor mich. Ja, ich sehe es. Och je, da muss ich aber... Ach, warte, ich muss die Grappling Hook noch ausrüstern. Da muss ich aber nur nachgucken. Soll ich mitkommen oder wir warten? Das sieht aus, wenn ein Seil oder so neben ist. Tatsache, da ist ein Seil neben. Kann ich da hochklettern? Kann man daran hoch? Nee, das zeigt wahrscheinlich nur an, dass du hochklettern sollst. Oh. Okay. Ja, hier ist ein X. Soll ich also nachkommen, ja? Ja, ich denke mal, den Felsen kann man abhauen. Hier liegt eine Tasche. Aber auf die Tasche kann ich nicht zugreifen. Oh, warte, ich muss eben gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Muss ich nicht, dass ich die treffe? Ja. Ich denke mal, den Felsen kann man abhauen. Bleib mal so stehen und... Genau. Zack, und Bild gemacht und fertig. So. Dann versuche ich das mal einzuhauen. Ja, kann man, siehst du? Ich hab Standbild. Oi. Ja, und hier unten ist ein Sackgasse oder was? Weiß ich nicht. Ja, da müssen wir unten auch noch gucken, ob da irgendwas ist. Aber gut gesehen mit dem X. Jo, ich habe die einfach nur hinterher geguckt und habe ich gesehen, ey, was ist das? Hier liegen auch nochmal Seile. Also sagt es uns, wir müssen uns hier abseilen normalerweise. Aber wir haben ja die Tech-Schuhe an. Oha. Deswegen können wir da so runter. Aber finde ich cool, dass er hier Hinweise gibt mit Seile und so, ne? Ja. Da unten ist auch nochmal eine Tasche. Das soll wohl zeigen, dass schon welche gestorben sind hier oder so. Ja, hier liegen auch. Ja, hier liegen Leichenteile. Muss man mal aufnehmen. So? Nee, gar nicht leuchten oder so. Weg da. Geh mal zurück, bitte. Danke. So, hala. Jo. Dann schauen wir nochmal. Oh, hier sind Loren. Mit Kristalle drin. Toll aus, ne? Ja. Da muss er auch Foto von machen, ne? Wolltest du dich da hinstellen? Ja, und jetzt zu mir hindrehen. Ja, Moment. Genau. Supi. Hab ich. Super. So. Nach links, rechts oder geradeaus? Aber da sind Spinnenweben. Das ist doch verheißungsvoll. Okay. Ich kann mal hier runter gucken. Ja, hier führt ein Weg runter. Hier führt... Da ist ein roter Strahl. Standbild.
Nee, da läuft irgendwas runter, Sand oder so, aber es ist Skelett. Da. Megalanias, jetzt müssen wir auch noch auf die Decke achten. Ja. Ach, was knallt es denn da an? Weiß ich nicht. Kommt noch mehr. Wir gehen erstmal den Spinnenbeben nach. Hab's befürchtet. So Spinnenbeben, so verheißungsvoll und so. Ich glaube, ich habe schon einen Namen für diese Folge. Mini hat die Buchsen voll oder so. Hey je. Aber warum das denn? Du kennst auch hier doch. Die Kisten kann man bestimmt einsammeln. Nur gucken, ob was Besonderes drin ist. Nö, hier war nur Essen drin. Okay. Wenn du was zu essen brauchst, ne? Ich habe da mal vorgesorgt. Hier geht's wieder hoch. Preje. Oh, cool gemacht, ne? Ja, finde ich richtig cool. Ach, da unten ist ein Artefakt. Preje. Boah, wie cool sieht das denn aus? Da eine Aufnahme von hinkriege, ne? Nicht runter auf ein Mini. Warte, ich könnte mich vielleicht darüber krabbeln, dass ich von da eine Aufnahme machen kann. Oh. Ja, dann beschießt du mal und ich mache hier eine Aufnahme. Also zumindest. So, Aufnahme gemacht. Super. Ist unter mir noch irgendwas? Ich sehe nichts. Doch, da hinten noch. Da zeigt er irgendwas an. Da. Ach, Schlafosaurus. Wie heißen sie? Ja. Da ist die Schulterkanone ja echt cool, ne? Die zeigt dir an, obwohl du es noch nicht siehst. Denn überhaupt an? Hier ist gar nichts angezeigt. Hier ist auch ein Pfeil an der Seite, ne? Ach je, das finde ich ja richtig klasse, ne? Das feiere ich ja gerade. Da ist ein Pfeil hier an der Wand. Okay. Das sehe ich von hier oben nicht. Ja, muss drunter kommen. Bin ich noch fest? Freundlich. Ja, ich war noch an der Grappling Hook fest. Hatte Angst zum Runterfallen oder so. Wo? Ja, wo der Pfeil hinzeigt. Ja, ja. Da müssen wir noch hin. So. Den muss ich mal abbauen hier. Auch mal wegen Fotolinski und so. So. Sieht echt cool aus, ne? Ja. Da muss ich auch mal so eine Aufnahme machen. Bitte weggehen. Alles gut. So, da wird bestimmt eine gute Aufnahme bei sein. So, dann sammle ich mal als erstes ein. Mach mal. Das ist Artefakt des Schlauen. Mhm. Zimt. Ja. Ja, super. Mhm. Okay, ich guck erstmal hier nach, was hier noch ist. Also hier ist zu. Okay. Das scheint da zu sein, wo wir angefangen sind. Also kommt man hier nicht durch. Okay. Da kann man aber dann schon reinlinseln und sagen, ne? Ach, das Artefakt ist schon wieder da. Ach je. Also noch neue Viecher. Das nicht oder was? Die Schulterkanone trifft es auch nicht. Nö. Irgendwie ist da eine Wand oder so.
Hast du nochmal eingesammelt jetzt? Hallo? Hallo? Ach nee, sag nicht, Mini ist weg. Mini? Hallo? Buddy in your channel, timed out. Oh nein. Ja, dann porte ich Mini nach Hause. Und wir müssen hier alleine durch. Bevor da, ne, was schief läuft. Ach, weg hier. So, tschüss Mini. So, da müssen wir leider ohne Mini weitermachen. So, und das mal hier erkunden. Tut mir leid, aber bevor Mini hier umfällt, dann kriege ich sie nicht aus dem Dungeon raus. Deswegen musste ich sie jetzt zurückporten. Gut, Mini sagte, hier geht's weiter. Und hier ist ein X, okay. So. Das X. Kann ich da irgendwas kaputt machen noch? Hoch? Nö. Wofür war denn das X da? Ha. Ja, Leute. Ist hier irgendwo ein Schalter versteckt, den ich nicht sehe? Das rote hier, das ist von der Schulterkanone. Ha. Hier jetzt durch, dass man da durchkriechen muss oder so, aber ich kann es nicht weghauen. Ist hier irgendwo ein Schalter oder irgendwas? Ich sehe hier nichts, Leute. Ist er blind oder so? Das zeigt doch, hat doch hier ein X gezeigt, dass ich hier rein muss. Dann muss es doch irgendwo weitergehen. Hm. Einmal so. Ich kann nichts kaputt machen, gar nichts. Ich weiß es nicht, Leute. Tja. Mal gucken, damit kann ich ja auch Sachen zerschießen. Nö. So, tja. Dann kommen wir hier nicht weiter. Da ist er dicht. Ist hier irgendwo ein Schalter vielleicht versteckt? Hm. Denk mal, hier ist irgendwo ein Schalter oder so und wir finden den nicht. Irgendwo ist hier was. Ansonsten wär's ja Blödsinn mit dem Pfeil und dem X dann. Weiß es nicht, Leute. Wer da eine Lösung hat, kann gerne reinschreiben, falls er da schon was weiß oder so. Also ich weiß es nicht. Gut, dann müssen wir wohl oder übel wieder hoch. Oder geht es hier hinten noch irgendwo weiter? Beta Mini Dragon hat einen Arc verlassen. Kann ich dich von hier abschießen?
Nö. Den kann ich irgendwie gar nicht abschießen. Ach, der zielt auch was in der Wand. Ach, hier. Hier ist so eine Border oder sowas. Da kann ich gar nicht hin. Okay. Okay. Und hier sehe ich auch nichts dran. Tja, Leute. Wie gesagt, dann müssen wir wieder da hoch. Denn ich sehe hier nichts. Ist hier oben vielleicht irgendwas? An der Lore oder so? Nö. Tja. Dann müssen wir erstmal wieder zurück. Es waren ja noch mehrere Wege. Wir hatten ja drei Wege zur Auswahl. So, hier an der Lore. Drei Wege zur Auswahl. Wir waren da, wir können da noch durch und wir können da noch durch. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter, wie wir der hoffentlich lösen. Hier, was hier noch alles drin ist. In dem Sinne sage ich mal, leider ohne Mini. Tüdelü und tschüss.